Was geht ab, Leute? Hier ist Danergy. I'm Danergy, got a lot of energy. Leute, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Vor meiner Twitch-Laufbahn mit tausenden von Chicks auf Twitch gab es eine Zeit, wo ich für ein Girl, nur für ein Girl, einen Song geschrieben habe. Die erste, die es verdient hat und die mich auch geliebt hat. Vielleicht sagt euch der Name was. Alina. Es ist die Freundin von Awaifa D, aka Lukas, der kleine Hund. Damals, als ich bei ihm war, habe ich für seine Freundin dann gekocht. Sie hat sich mega gefreut, erinnert ihr euch noch? Und als sich unsere Blicke getroffen haben, habe ich gewusst, ich muss Alina einen Song schreiben. Eine Woche später und der Song war direkt fertig. Oh, Alina, yeah. Der Song ist explodiert und sie hat es geliebt. In der Reaktion von ihr hat sie es gezeigt. Alina, bitte scheiß auf Awaifa, ich will nur dich. Oh, guck mal, wie sie da... Leute, wir haben sie schon längst. Doch Alina und ich hatten dann Beziehungsprobleme. Und sie blieb dann doch mit Lukas zusammen. Alles gut, ich bin drüber hinweg. Ich habe danach sogar einen Song für Awaifas Bart gemacht. Weil er seit 20 Jahren keinen Bart bekommen hat und dann irgendwann sich Öl ins Gesicht gepackt hat, damit er auch genauso wie wir aussehen. Männlich. Du hast endlich Bart durch dein Kokosöl. Nichts gegen die Leute, die keinen Bart haben, aber bei Lukas ist es lustig. Nur gab es eine ganz gewisse Information, die ich euch damals nicht gegeben habe. Als ich damals mit Alina und Lukas am Esstisch saß, Lukas schön für mich gegrillt hat, kam jemand noch ins Zimmer rein, während wir gegessen haben. Wir haben uns beide angesehen und unsere Blicke haben sich getroffen wie zwei Kokumbis in eine Corota. Frag mich nicht, was das heißt. Aber man könnte es lieber auf den ersten Blick nennen. Sie hat gelächelt, ich habe gelächelt, doch ich habe ignoriert, denn ich wusste, ich bin an Alina vergeben. Doch jetzt, wo Schluss ist mit Alina, kann ich endlich meine Liebe erwidern. Ich habe euch gar nicht gesagt, wer sie ist. Entschuldigung, es ist Awaifas Mutter. Ich liebe Awaifas Mutter. Ja, es ist die Wahrheit. Und deswegen habe ich mich heute entschieden, endlich diesen Step zu wagen, um für seine Mutter einen Song zu schreiben. Leute, seid ihr dabei? Dieses Video wird mit Abstand mein Lieblingsvideo. Und da ich keine Informationen über sie habe, ja okay, ich habe Informationen, sie hat auf jeden Fall Instagram, werden wir diesen Song sozusagen als einen Weckruf nutzen. Wir werden sie darauf aufmerksam machen, dass ich sie von tiefsten heiß finde. Und ihr wisst ja, Leute, dass ich mit den ganzen Jungs unterwegs bin, mit Kid, Maeve, Odoman, die alle auf dem Teamspeak sind. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind seit wir 13 sind auf diesem Teamspeak und Gerüchte sprechen sich halt rum. Und irgendwie hat Lukas es langsam mitbekommen, aber er glaubt es noch nicht, dass ich es tue, mitbekommen, dass ich einen Song für seine Mom mache. Und diese kleine Reaktion war super von ihm. Er hat es verstanden. Ich glaube, er möchte das. Ich habe gesagt, ich stech dich ab, wenn du einen Song an meine Mutter machst. Wirklich. Challenge accepted. Digga! Wer will nicht, dass seine Mom glücklich ist? Fuck mich mal nicht ab, wer kommt nächste Woche? Meine Cousine oder was? Digga, soll ich dir Stammbaum schicken? So ein Wichser. Er ist so ein Wichser. Mama, ich glaube, Daniel hat einen Song an dich gemacht. Und da ihr jetzt die Einverständnis von Lukas gehört habt, werden wir uns jetzt ranmachen, den Song zu machen. Was brauchen wir bestimmtes? Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Liebe, sehr viel Hottes, Rottes, Mottes. Und wir brauchen auf jeden Fall einen sehr geilen Beat. Christina kriegt einen eigenen individuellen Song. Und Christina, wenn du das siehst, das ist nur für dich. Leute, ich habe einen lecker, 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 lecker Beat hier. Und dieser Beat wird, glaube ich, zerreißen. Hören wir mal rein. Leute, und diesmal werde ich euch nicht in den Prozess mitnehmen. Denn dieses Video ist ein Video für sich. Sowas passiert nur einmal im Jahr. Diese Woche kommen wieder Twitch Girls. Ich bin so gespannt, Leute, denn wir werden wahrscheinlich auch ihre Reaktion kriegen. Ich hoffe. Ich bin auch gespannt, was Lukas sagen wird. Jetzt kommen wir zum lustigsten Part, Freunde. Und zwar das Musikvideo. Und diesmal möchte ich hier nicht vor meinem PC sitzen und einfach irgendwie rumfuchteln. Was macht dieser Stuhl da eigentlich? Sitzt da vielleicht Christina? Baby! Spaß beiseite. Meine Freundin wird Christina spielen. Also sie weiß es noch nicht, dass sie es tun wird. Aber sie wird morgen um 12 Uhr bei mir zu Hause ankommen. Und dann werde ich sie dazu zwingen, Christina zu spielen. Denn wir brauchen ein gutes Musikvideo. So ein bisschen Action, wisst ihr, ich meine, so wie bei Alinas Song. Ich will ein bisschen rausgehen, ein bisschen performen. Deswegen nehme ich euch mal kurz mit und wir gucken, was meine Freundin sagt. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal in die Zukunft jumpen. Und meine Freundin fragen, ob sie dabei wäre. Sie hat keine Wahl. Warum guckst du so komisch? Ich weiß, was jetzt kommt. hast du eine schöne Fahrt gehabt? Du wirst heute Christina spielen. Was? Ich habe eine Perücke. Nein. Doch, komm schon. Nur ein bisschen. Nein. Nicht? Hä? Ich dachte, ich soll filmen. Ja, auch. Gleichzeitig bist du auch Christina, die so ein bisschen so guckt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Tu mir das. Nein, bitte nicht. Gut, wir brauchen eine Planänderung. Vielleicht schneiden wir einfach lieber Christina mal rein, normal. Willst du also nicht Christina spielen? Nein. Supportest du mich nicht? Ich supporte dich als Kamerafrau. Vielleicht ist ja Christina dann wirklich eine bessere Wahl. Hä? Kannst du echt nicht Christina spielen? Ich habe auch eine richtig schöne Perücke. Schatz, guck mal, diese Perücke wäre doch so perfekt. Ich sehe aus wie ein Kerl damit. Ich habe leider keine längeren Haare. Nein. Okay, Leute.
dritte Mission failed. Ich wollte sie eigentlich dazu zwingen. Gut, dann geht heute Abend Kino auf dich. Ich würde sagen, los geht's. Lass uns raus und Musikvideo drehen. Und da wir nun jetzt alles fertig haben, Freunde, und der Song Baba Baba mäßig geworden ist, würde ich sagen, lasst mal wirklich 10.000 bis 15.000 Likes da, wenn ihr diesen Song, den ihr jetzt hören werdet, irgendwo sehen wollt, auf Spotify oder so ein Scheiß. Oder wenn Lukas sich davor drückt, darauf zu reagieren. Denn er muss mit seiner Mom darauf reagieren. Leute, wir wollen es doch sehen, oder nicht? Haut mal dafür 15.000 Likes da und spammt seine Kommentare, dass er den Song für seine Mom hören soll. Ich würde sagen, viel Spaß. Ich liebe meinen Job. Jetzt, wo es mit Alina vorbei ist, brauche ich eine neue Liebe. Und dann sah ich dich. Und ich dachte sofort, keine andere kann mich glücklicher machen. Ich danke für jeden zugeguckt hat, ne? Bei 20.000 Likes lade ich das bei Spotify hoch. Okay, reicht. Wife ist ein Huhn. Oh nein. Was hast du gemacht? Aua. Dein Sohn ist ein Spaß.